Ja, hallo und herzlich willkommen zu Helden News, eurer täglichen Packung Fußball. Ja Leute, gestern habe ich euch noch erzählt, dass Kalle Rummenigge gesagt hat, Levi bleibt zu 100%. Heute heißt es aber aus spanischen Medien, dass Levi um eine Freigabe gebeten hat, was natürlich heißen würde, dass die Bayern dringend Ersatz brauchen. Cavani und Werner stehen bereits auf der Liste, Levi soll mit James verrechnet werden und so zu Real gelotst werden. Ja, und eine lustige Geschichte, die kommt aus England. Dort hat Lewis Cook nämlich jetzt sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben. Sein Opa hat bereits vor 4 Jahren gewettet, dass sein Enkel einmal für England auflaufen wird. Das hat sich jetzt gelohnt. 500 Pfund Einsatz hat er damals eingezahlt. Jetzt kamen 17.000 Pfund raus. Ihr seht, Leute, vertraut eurer Familie, dann wird das auch was mit dem Geld. Ja Leute, und die nächsten News, die kommen aus Argentinien. Carlos Tevez ist ja von seinem China-Abenteuer zurückgekehrt, spielt mittlerweile bei den Boca Juniors. Die hatten jetzt 2 Tage trainingsfrei. Und was macht der Carlos? Der geht natürlich erstmal ins Gefängnis, um mit seinem Halbbruder Fußball zu spielen. Blöderweise hat er sich da verletzt, fällt jetzt mehrere Wochen aus. Schlimmer trifft es noch seinen Halbbruder, der sitzt noch 16 Jahre wegen versuchten Raub. Ja, und unser letztes Gerücht für heute, das kommt aus Gelsenkirchen. Thilo Kehrer steht dort im Fokus und zwar will ihn der FC Barcelona angeblich verpflichten. 25 Millionen sollen die Katalanen bereit sein zu zahlen für den Außenverteidiger. Ob da was dran ist, werden wir sehen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ja Leute, und das war's auch schon wieder mit Helden News, eurer täglichen Packung Fußball. Wir gehen jetzt in die Osterpause. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Like da. Bis dahin, ciao.